Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Wie ihr natürlich an der Überschrift schon lesen könnt, nehme ich euch heute mal mit. Ich habe von einem Kunden einen Motorblock zugesandt bekommen. Diesen darf ich Sandstrahlen und Pulver beschichten und heute nehme ich euch mit, um euch mal zu zeigen, wie viel Arbeit macht es, welchen Aufwand ich habe. Ich hatte ja im letzten Booster-Video, wo ich euch erklärt habe, was der Booster gekostet hat, hatte ich euch ja kleine Auflistung hingehauen. Und natürlich waren auch in der Auflistung die Pulverei und die Sandstrahlerei. Diese Preise, die ich dort genannt hatte, waren natürlich meine eigenen Preise, die ich für mich angesetzt hatte, um das Ganze zu berechnen. Diesen Preis kann keine Sau einhalten. Das ist überhaupt gar keine Chance, überhaupt gar nicht möglich. Um das natürlich mal gescheit widerlegen zu können, möchte ich euch heute mitnehmen. Will euch zeigen, wie viel Aufwand es eigentlich ist, einen Motor zu säubern, zu sandstrahlen und zu pulvern. Es gehören so viele Schritte dazu, damit dann auch jeder mal verstehen kann, wieso kostet das den und den Preis. Ich werde in Zukunft keinen Motorblock mehr unter 150 Euro sandstrahlen und pulvern können. Das macht einfach sonst gar keinen Sinn, auch wenn ich euch das gerne günstig anbieten wollen würde, habe ich mehr Arbeit, als ich nachher was dafür bekommen. Das ist ein Statement, 150 Euro mindestens muss man haben für so eine Arbeit. Da wird mir jeder zustimmen, der sowas auch macht. Deshalb nehme ich euch jetzt mal mit, um euch zu zeigen, wie viel Aufwand ist das eigentlich. So, schauen wir erstmal rein, was haben wir denn bekommen? Natürlich ist es immer eine Frage, was wird denn überhaupt an dem Motor gemacht? Ich habe jetzt hier im Prinzip den Motor bekommen, den soll ich sandstrahlen, den soll ich pulvern und zusammenbauen. Der Kunde hat mir schon die Artikel mitgesandt, die er verbaut haben möchte. Wir haben hier eine Stage 6 Kurbelwelle, die Replika Kurbelwelle für Minarelli. Kurbelwellenlager hat er auch schon mitgesendet. Und natürlich immer die Frage, wie viel Arbeit habe ich denn mit so einem Motor, wenn ich ihn kriege? Wie ihr seht, ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich habe im Vorfeld Bilder bekommen von dem Kunden und konnte schon mit ruhigem Gewissen sagen, ja, das ist sauber genug, kannst du so losschicken. Ich habe natürlich aber auch schon Motorblöcke bekommen. Die waren komplett verschmoddert. Der ein oder andere weiß genau, was ich meine. Also wie man sehen kann, es ist wirklich porentief rein. Alles blitzeblank sauber. Wir schauen jetzt mal kurz durch und dann hole ich euch hier rüber. Das ist natürlich eine Base, mit der kann man arbeiten. Das ist sehr vorbildlich, gut verpackt alles. Na, das sieht doch schön aus. Ich brauche die Gewinde nicht verschließen. Ich bin derjenige, der, wenn der Motorblock fertig ist und alles schwarz gepulvert ist, gehe ich mit dem Gewindeschneider alle Gewinde durch. Deswegen ist es jetzt hier unnötig, von meiner Seite her, alle Gewinde zu verschließen. Wichtig ist für mich im Prinzip, dass der Lagersitz einfach mit einem alten Lager geschlossen ist. Muss nicht sein. Ich muss da auch nicht mit dem Sand voll reinhalten. Kann das dann direkt so sandgestrahlt werden. Und damit beginne ich jetzt. So, das ist natürlich sehr vorbildlich. Ich wollte jetzt natürlich das Getriebeöl ablassen. Hat der Kunde das Getriebeöl schon abgelassen?
Ich habe jetzt natürlich seinen schönen roten Einfüllstutzen und die Gummidinger, die vorne im Motor sind, noch rausgenommen. Habe jetzt einen alten Stupfen reingemacht und alles nochmal runtergewaschen mit der Drahtbürste. Diverse Flächen noch mit der Drahtbürste bearbeitet. Hier um die Ecke, unten, hier in den Ecken. Jetzt wird er nochmal mit Bremsenreiniger runtergewaschen und dann gehe ich an die Sandstrahlkabine und beginne dann auch diese Seite hier zu sandstrahlen. So, ich habe die ganze Bude schon voll gestaubt. Bin jetzt seit 30 Minuten am Strahlen. Motor sieht schon relativ gut aus. Ich hatte ihn jetzt in der Zeit schon zweimal wieder draußen, um natürlich wie bei der kleinen Motorhälfte nachzukratzen. Soweit sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Bremsscheibe muss noch abgebaut werden. Der Adapter wird auch gestrahlt und ebenfalls schwarz gepulvert. So, ich malträtiere jetzt den Kompressor weiter. Ich denke so in den nächsten 20-30 Minuten. Man sieht, die Innenseite ist noch komplett ugly. Genau, ich strahle das Ding jetzt fertig und dann treffen wir uns an der Werkbank wieder. So, insgesamt 45 Minuten später haben wir dann hier das Ergebnis. Noch einmal richtig abgeblasen werden. Aber ja, an für sich wirklich sehr gut sauber geworden. Danke für die super Vorarbeit. Jetzt geht's an die Werkbank zurück, dann entfetten wir das ganze Ding. Dann wird abgeklebt. Jo, wie es dann weitergeht, erkläre ich euch an der Werkbank. So, gehen wir mal rüber. So, Freunde, bisher super Ergebnis. Kann sich wirklich sehen lassen. Ich werde jetzt in diesem Zuge den ganzen Motorblock entfetten. Werde dann die Stellen abkleben, die nicht schwarz gepulvert werden sollen. Und dann geht es ans Pulvern. Wie es da genau weitergeht, erkläre ich euch gleich. Ich fange an zu entfetten und abzukleben und dann hole ich euch gerade nochmal dazu. Ich bin jetzt an diesem Punkt ungefähr schon ein bisschen über 2 Stunden dran. In den 2 Stunden habe ich jetzt alles gestrahlt, soweit kontrolliert. Ich habe noch den Adapter für die Hinterbremse noch gestrahlt und habe bis jetzt schon mal die kleine Motorhälfte abgeklebt, aber sieht soweit schon ganz gut aus. So, nachdem dann alles abgeklebt ist, ist es natürlich soweit vorbereitet. Ich habe das im Vorfeld schon entfettet, also es ist schon komplett blank. Dann können wir es jetzt aufhängen zum Pulvern. Ich nehme euch gerade mit rüber. So, ist natürlich ein super Provisorium jetzt hier. Im Vergleich zu meiner alten Kabine ist das natürlich scheiße. Aber geht nicht immer darum, in welchem Bereich man arbeitet, sondern es geht darum, wie man arbeitet. Und man sieht es in Bangladesch und sonst wie klappt es auch. Okay, es sieht dann auch dementsprechend aus, aber jo. Also wir richten dann unsere Pistole. Da haben wir tiefschwarz. So, dann wollen wir die Geschichte mal einstäuben.
Ja, die Pistole hat auch Vollgas, aber ich habe gemerkt, wenn ich auf Vollgas losschieße, dann kriege ich nicht alles aufgeladen. Also gebe ich nur Halbgas und schüttel ein bisschen, dann funktioniert das super. Hört ihr? Also Vollgas taugt nicht immer. So, die erste Kartusche ist so gut wie leer. Also ihr seht schon, eine Kartusche für die kleine Motorhälfte reicht schon nicht. Ne. So sieht das doch gut aus. Pechschwarz, so soll es sein. So, dann kommt die Geschichte jetzt für 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und dann schauen wir gleich mal, wie es aussieht. In der Zwischenzeit werde ich die Antriebsmotorhälfte abkleben. Und dann kann ich auch diese schon schön schwarz bestäuben und ab in den Backofen damit. Den Adapter haben wir noch zu machen und ich habe noch ein Paket nachgesendet bekommen. Da haben wir noch Endschalldämpfer. Das muss ich noch sandstrahlen und schwarz pulvern. Dann haben wir hier noch eine Auspuffhalterung. Diese machen wir auch noch schwarz. Endschalldämpferhalterung. Ist schon schwarz, aber sehr miserabel. Die wird auch gestrahlt. Und dann haben wir hier noch die SSP-Wasserpumpe. Die möchte der Kunde in Gold haben. Die sieht auch richtig schlecht aus. Die ist auch schon oxidiert an manchen Stellen. Jo. Also die machen wir dann noch Gold. Das kam jetzt noch dazu. Also erstmal Motorblock abkleben. Und dann schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. So, ich fange an abzukleben und wir sehen uns dann später wieder, wenn wir das pulvern. Also, bis nachher. So, dann wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Ah, das sieht doch lecker aus, jawohl. Jo, falls ihr euch wundert, dieser Zylinder ist uralt, den habe ich da einfach nur noch als Abstandshalter. Aber das sieht echt schon sehr geil aus. Ich hole die Geschichte jetzt mal raus, lasse sie abkühlen und dann gucken wir mal drüber. Genau, aber jetzt heißt es erstmal noch die große Motorhälfte pulvern und dann ab in den Ofen. So, die große Motorhälfte ist der Vario-Bereich schon abgeklebt. Die kleine Motorhälfte liegt vorm Backofen zum langsam abkühlen. Wenn es zu schnell abkühlt, dann wird es milchig. So wie wenn man, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn es zu kalt ist und ihr mit Klarlack lackiert, dann wird es milchig. Und so ist mit der Pulverbeschichtung auch. Wenn die zu schnell abkühlt, wird es milchig. Kurbelwellenbereich klebe ich jetzt noch ab. Zylinderbereich klebe ich noch ab. Hinten die Welle klebe ich noch ab. Und dann können wir zusammen rüber die lange Motorhälfte einnebeln. Ich bin jetzt aktuell fast 3 Stunden dabei. Nur, dass man so eine grobe Zeiteinschätzung mal hat. 3 Stunden bis zu diesem Punkt, an dem ich mich jetzt befinde. Jo. Gut, ich klebe ab, wir treffen uns drüben zum Pulvern wieder. So Freunde, ich habe soweit alles abgeklebt. Jetzt kommt die nächste Ladung schwarz in die Pistole. Nebeln wir die Geschichte mal ein. Das Problem ist, hier oben an den Haken ist natürlich der Motor zu schwer. Aber das funktioniert so genauso. Ist natürlich toll, wenn man es am Haken hat und kann die Geschichte einfach links, rechts drehen. Ist aber auch kein Problem, es so abzulegen. Das Ergebnis ist das Ziel. Manchmal einfacher, manchmal schwieriger. So, die Seite sieht doch schon mal super aus.
So, das sieht doch super aus. Also ihr seht schon, es ist eine sehr knifflige Geschichte heute. Im Normalfall hängst du das einfach an einen schönen Haken und dann kannst du die Geschichte drehen, so wie du es brauchst. Das geht bei uns heute leider nicht, ist aber auch wirklich halb so wild. Das Ergebnis ist wirklich wichtig, darum geht es. Das wird gut. So, dann laden wir nochmal eine Runde nach. So, Motorhälfte ist im Ofen. 20 Minuten muss das Ding jetzt drin bleiben, so wie die kleine Motorhälfte. Wir gehen jetzt mal rüber, schauen uns die kleine Motorhälfte mal an. So. Erstmal das Mikrofon nochmal kontrollieren. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere kleine Motorhälfte, die sieht echt sehr gut aus. Das Lager wollte auch schon fast von selber raus. Also ich bin sehr zufrieden. Ein super Ergebnis. Wirklich auch schön dick, so wie es sein soll. Das ist super. So, jetzt habe ich natürlich noch den Adapter und die anderen Teile, von denen ich erzählt hatte. Die mache ich jetzt fertig und dann treffen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann sind jetzt 20 Minuten rum. Wir schauen mal rein, wie die große Motorhälfte aussieht. Oh. Alter, traumhaft. Okay, da habe ich gut Pulver drauf gehauen. Das ist extrem geil geworden. Jo, für euch sieht es jetzt ein bisschen komisch noch aus, ja. Ich ziehe das Ding jetzt mal raus, lasse es langsam abkühlen. Und dann treffen wir uns gleich wieder an der Werkbank und begutachten das geile Stück. War doch schon richtig geil geworden. So Freunde, schaut es euch an. Der Motor ist fertig. Richtig schön schwarz gepulvert. Also kann sich wirklich keiner beschweren. Sieht richtig, richtig geil aus. Also bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt bekommt er noch neue Lager und eine neue Welle. Die restlichen Teile werden noch fertig gepulvert und dann kann es schon wieder zurück zum Kunden. Den Zusammenbau machen wir im nächsten Teil. Für diesen Teil reicht es erstmal. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ich die Motorblöcke bearbeite, pulvere und. Wir sind jetzt bei einem Stand ungefähr bei 4 Stunden, was man ungefähr einplanen kann. Wenn ich jetzt meinen normalen Werkstattlohn von 60 Euro ansetze, und das ist wirklich schon günstig, dann sind wir schon bei über 200 Euro nur Arbeitszeit. Dann haben wir noch keine Materialien. Dann ist das Ding auch noch nicht zusammengebaut und fertig gebaut. Also ich hoffe, hier ist euch allen langsam klar, dass 150 Euro für eine Pulverbeschichtung wirklich mehr wie fair ist. Sogar eher an die 180 Euro müsste man hier verlangen, um ja, damit sich das nachher auch rentiert für mich. Also wie gesagt, in Zukunft, wer was gepulvert haben möchte oder einen Motorblock gepulvert haben möchte oder genau dieses Programm wie auch jetzt hier, Motorblock strahlen, pulvern und mit Lager und Welle wieder zusammenzubauen. Also der wird hier safe nicht unter 180, 190, 200 Euro sogar wegkommen. So, das mal als Standpunktvertretung. Jo, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie ich das mache, wie viel Zeit ich benötige. Und natürlich, wenn euch das Ergebnis gefällt, klar, meldet euch bei mir, Preis, Leistung, wisst ihr jetzt Bescheid. Lasst ein Like da, kommentiert, macht Welle. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Somit war es das für heute. Danke euch vielmals, bis zum nächsten Mal und tschüss. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say.
I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype, I stay loose.